Und da sind wir wieder, die todesmutigsten Außenmoderatoren des österreichischen Fernsehens. So sehen wir aus. Gut. Machen Sie mal den todesmutigen Blick. Ist sicher nichts. Dann setzen Sie die Brille wieder auf. Ja. Was machen wir Todesmutiges? Ja, was machen wir? Wir queren die Maria-Hilfer-Straße. Ja, Wahnsinn. Nämlich mit dem Auto und überall dort, wo wir glauben, das geht. Schauen wir mal, was passiert. Hoffentlich kommen keine Frauen mit Kinderwegen und fahren uns rein, damit das Auto heil bleibt und so. Man muss halt schauen. Das ist schon gefährlich für uns. Ja, sicher. Ist aber wir machen es. Ja, und damit wir aber da ein bisschen absicher sind, habe ich einen Schutzhelm mit. Ah, das ist gut. Den setzen wir auf. Und wenn dann irgendwas ist und uns wieder auffällt, dann sage ich einfach, wir sind im Einsatz. Dann können wir uns mit dem Herrn Polizisten so von Kollege zu Kollege das besprechen, dass wir einen Auftrag haben, nicht nur zum Spaß da sind. Ja, dann haben wir uns ins Auto, oder? Auf geht's. Todesmutig, warte mal, ein Startschattpiff. Startschuss. Ah, es ist laut. Ja. Auf geht's. So, auf geht's, fahren Sie jetzt fort. Auf geht's, Vollgas, oder? Ich bin schon das Blaulicht um. Schau, okay. Das ist die Frau Vasilaku. Wirklich? Ja. Die schimpft jetzt mit uns. Ja? Ist es wirklich die? Ja, wirklich. Ja? Na, okay. Entschuldigung, da dürfen wir jetzt einfach müssen wir umdrehen, oder? Das glaube ich einfach nicht. Aber es ist schön, dass wir Sie heute gleich mit einem Grinsen auf der Marienhilferstraße sehen. Es ist ein wunderbares Wetter, also ich wollte es auch einmal genießen. Also, ich wünsche viel, viel Spaß. Gut. Und bitte niemand überfahren nach Möglichkeit, nein, gell? Nein, wir arbeiten dran. Danke. Tschüss, Papa. Na, natürlich schaut die Frau Vasilaku sich das jetzt genau an. Ja, was wir da jetzt machen? Jetzt gehen wir es auch. Jetzt fahren wir mal. Jetzt hat gesagt, viel Spaß. Das heißt, wir dürfen machen, was wir wollen. Oder? Ja, ich weiß auch nicht. Darf ich da jetzt fahren oder nicht? Ja, fahren wir mal. Frau Vasilaku weg. Sonst sage ich dem Polizisten, sie hat gesagt, das darf man. Ja, jetzt fahren wir mal da geradeaus weiter. Gut. Vorsicht, da haben wir da nicht. Na, Vollgas. Ah, da schon, ja. Ah, der kommt da jetzt. Ja, wurscht. Darf der das? Ja, wir queren jetzt einfach. Wir queren. Ich quere. Wir testen die Querungen, Herr Tischbein. Beinhart. Also merken Sie jetzt schon die Intoleranz der Fußgänger jetzt? Ja. Schon, gell? Ja, warte, da rechts, rechts, nein, rechts. Nein, links. Rechts. Nein, das ist eine Sackgasse. Na, rechts müssen Sie queren. Nein, links muss ich queren. Na, rechts? Nein, links muss ich queren. Na, es fängt schon gut an. Na ja, super. Vorsicht, wir sind im Einsatz. Ich fühle mich wahnsinnig behindert jetzt beim Queren. Da jetzt was auf, Achtung. Das ist eine Frau. Ja, danke, danke. So, passt. So. Sehr praktisch, dieser Helm, Herr Tischbein. Nur hoch ist er. Ich fühle mich jetzt so wohl, weil die Frau Vasilaku uns grünes Licht gegeben hat. Ja. Also, ich wünsche viel, viel Spaß. Dass wir jetzt machen können, was wir wollen. Ja. Das ist jetzt schon mal in eine Richtung, da wo wir eigentlich gar nicht hin wollen. Wir queren in die andere Richtung. Wir queren in die andere Richtung und schauen, was passiert. Beim Hotdog Kebab queren wir rein. Da, wo Einbahn steht, fahren wir dagegen. Da queren wir. Ah, da sind auch so Pfosten. Sie sind auch Pfosten. Wo ist der Pfosten? Danke, da ist ein Pfosten. So, jetzt sind wir, glaube ich, mitten auf der Fußgängerzone. Ja, da können wir jetzt da queren. Da müssen wir jetzt da vorne queren, ne? Links oder rechts? Nein, ich würde eher. Eine Fußgängerzone. Achso. Aber was? Eine Fußgängerzone. Warten Sie mal rechts. Fußgängerzone. Haben Sie uns echt Stinkefinger gezeigt vorher? Ich glaube schon. Also mir, nicht Ihnen. Ja, ich mache nichts, ich sitze nur. Wichtig. Das reicht bei Ihnen schon, wenn es geht. Das erinnert mich an so Videospiele, wo man Fußgängern ausweichen muss. Schauen Sie. Müssen tut man nicht. Man also war ein bisschen auch provokant, auch wie die Leute auf uns zugingen. Gell? Ja. Provozieren dann ja, so ein bisschen. Jetzt schauen Sie, so kreuz und quer, das ist ja wie ein. Puh. So. Da haben wir sogar eine Ampel, da gingen sie einfach. Das Fenster lieber wieder zu, nicht, dass die mir da irgendwelche Tomaten reinschießen. Nein, das ist ja in Ordnung so. Aber der Fußgänger nimmt ja eigentlich überhaupt keine Rücksicht mehr am Autofahrer. Da, wo wir jetzt fahren, kommen ja überall Sitzgelegenheiten, in Sofas und so, es wird sehr schön. Aha. Ja. Und wie fährst du dann mit dem Auto vorbei? Sofaslalom. Naja, Herr Tischbein. Gehen wir zurück ins Wohnzimmer. Stellen wir uns einmal da her. Bitte. Also die Querung der Maria Hü in der momentanen Phase war so ein bisschen unspektakulär, ja. Ja. Ich hätte mir mehr erwartet. Ja.
Also für alle, die es wissen wollen, wir haben es Ihnen einmal vorgezeigt. Und wenn es mehr Querungen geben sollte, werden wir Sie diesbezüglich informieren. Oder? Ja. Ja. Dann gehen wir jetzt einmal zurück, in dem Fall nicht ins Studio, aber in die Wohnung.